Im letzten Livestream ging es richtig heiß her. Heiße Diskussion, viele Tipps und Tricks und Fortschritt hier auf dem Acker. Ja, einiges hat sich getan. Was heißt einiges? Es hat sich ein bisschen was getan im letzten Livestream. Es ist geerntet worden. Also, ich habe die ersten Artikel verkauft. Ich habe jetzt hier auch schon wieder Erdbeeren stehen und ich habe den Salat hier rumstehen und so weiter. Und das Ganze muss ja auch noch wegtransportiert werden. Und dementsprechend mussten wir natürlich hier mal wieder Geld ausgeben. Oh ja, ja, ja. Ich war schon wieder so richtig blank. Und ich muss sagen, ich bin immer noch richtig blank. 22.000 Euro nur noch auf der Tasche. Das ist nicht so wahnsinnig viel, aber es wird schon. Es wird schon. Und es sind ja auch alles Artikel, die hier oder ja, ich sag mal Anhänger, die man auch braucht für weitere Aufträge. Düngeaufträge sehen wir. Ja, der wurde schon mächtig gebraucht. Den muss ich auf jeden Fall gleich auch nochmal sauber spritzen. Auch das Teil hatte ich mir zum Schluss auch noch besorgt. Das ist ja gar nicht so teuer. Also hier steht jetzt der Kercher rum. Das heißt, da werden wir gleich als erstes hier andocken und den Anhänger abspritzen, damit das hier alles schön sauber ist. Und ich habe gelernt, wenn das schön sauber ist, geht das auch nicht so schnell kaputt. Also, das soll wohl gut sein. Das soll man wohl machen. Von daher machen wir das. Dann habe ich mir noch einen Grubber geholt. Ich habe ihn noch gar nicht verwendet. Aber ich habe schon mal einen Grubber. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Werden wir sehen. Ich glaube schon. Ich habe schon mal einen Grubber. Das heißt, Grubberaufträge kann ich machen. Düngeaufträge kann ich machen. Und ich kann hier mit dem großen Anhänger jetzt meine zusammengefarmten Artikel verkaufen bei den verschiedenen Märkten oder da, wo halt der Preis gut ist. Solange ich noch kein Lager habe, also einen Silo oder sowas, wo ich eben alles reinbringen kann, so lange verkaufe ich das Ganze und dann ist das gut. Es kommt natürlich auch Cash rein, also nicht nur über die Verkaufsartikel, sondern tatsächlich eben auch jetzt hier über das Windrad. Auch das ist schon mal wieder ganz gut. Ein bisschen Cash kommt rein und ja, demnächst heißt es jetzt eben wieder Aufträge machen, Aufträge machen, Aufträge machen, damit hier einiges an Kohle reinkommt und damit es eben auch weitergeht. Denn das große Ziel ist ja nach wie vor immer noch die Fischfarm, also eine große Lachsfarm und dafür brauchen wir Platz ohne Ende. Irgendwann müssen wir natürlich auch noch das Feld hier abernten, die Zuckerrüben. Und da habe ich schon gehört, das soll gar nicht so ergiebig sein, wenn man das macht. Wenn ich da die Geräte ausleihe, bringt das wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber was bleibt mir übrig? Irgendwann müssen die halt rausgerupft werden und dann ist das gut. Und dann werde ich wahrscheinlich die gesamte Fläche, warte mal, so war das. Das ist ja schon noch ein bisschen was an Fläche. Die werde ich wahrscheinlich irgendwann zukleistern hier. Entweder kommen hier nochmal eine Reihe Gewächshäuser hin, dass sich das ein bisschen mehr lohnt. Oder, ja, wahrscheinlich kommen hier erstmal Gewächshäuser hin und hier vielleicht dann später die Fischzuchtbecken hin. Da muss ich natürlich nochmal gucken. Oder auch diesen Bereich, dass ich das mit dazu hole. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oder ich hole mir das hier, das gesamte Gelände. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Hier sind ja auch noch so verschiedene Gebäude drauf. Vielleicht kann man die auch direkt mit nutzen. Also, wenn genug Cash da ist, dann entscheide ich mich weiter. Jetzt heißt es aber erstmal Aufträge machen und gucken, wie wir an weiter Cash kommen. Also, ab in den Traktor. Legen wir los. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. So, als erstes mal das Ganze hier sauber machen. Abspritzen und so. So. Na komm, hau ein bisschen Schwung da hinten. So, perfekt, angekoppelt. Ich habe auch schon wieder aufgefüllt, also ich habe wieder einiges an Dünger wieder nachgeladen. Und ich muss gleich erstmal gucken, ob das denn so okay ist. So, ich habe noch nie den Hochdruckreiniger hier verwendet. Wie läuft das denn? Hochdruckreiniger anschalten. Jawohl, er. Ah, okay. Oh, der ist kabellos. Das ist natürlich praktisch. Und gib ihm. Oh, der ist auch wasserlos sozusagen. Also ich habe jetzt irgendwie nicht so eine Wasserquelle. Ja, was auf jeden Fall gleich wichtig ist. Und da natürlich auch nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an die ganzen Infos aus der Com im Livestream. Das war ja mega, mega hilfreich.
eure ganzen Kommentare, auch eure Infos unter den YouTube-Video, unter den ersten beiden Videos. Auch das war schon mal super, super praktisch. Danke für die ganzen Infos. Damit komme ich auf jeden Fall schon mal weiter. Oh, muss ich den überhaupt? Oh, ich glaube, der passt schon. Ne? Oh, schön hier einmal drüber. So. Kommen wir da hinten hin? Ich glaube, das reicht nicht für da hinten. Ne? Ach, guck mal. Ne, dann ist er weg. Okay, aber das passt auch soweit. Das passt doch soweit. Da kann ich schön dran vorbeifahren vorm Abstellen und dann ist er wieder frisch und sauber. Ja, nochmal zurück. Dickes, fettes Dankeschön für die ganzen Kommentare. Super, super hilfreich. Was wir auf jeden Fall gleich einsetzen werden, ist das vernünftige Nutzen des GPS. Und da bin ich auch schon echt gespannt. Das heißt, ich gehe als erstes jetzt mal in die Aufträge rein. So, da sind die Aufträge und dann gucken wir mal, was wir haben. Wir haben hier Ernteaufträge, Ballenpressen, Pflügen. Und das sind alles so Sachen, die ich bisher alle noch nicht gemacht habe. Vielleicht sollte ich mal so einen Ernteauftrag machen, aber vielleicht eher mal so einen kleinen, um zu wissen, was und wie das überhaupt läuft. Aber da muss ich eben auch das gesamte Geraffel hier für alles ausleihen. Und das ist ja schon wirklich, wirklich viel, ne? Mann, 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 Mann. Und beim Ballenpressen ist das ja ähnlich, ne? Wenn ich mir überlege, das alles alleine zu machen, vielleicht bräuchte man dann einen Helfer, dass man den Helfer aktiviert, der dann vielleicht gerade schon aberntet und ich fahre nebenher, hier beim Abernten, ich fahre nebenher quasi den Anhänger. Ich glaube, das wäre so ein Ding, ne? Aber also so viel Geraffel für 500 Euro, das ist halt, das sehe ich halt überhaupt nicht, ne? Feld 68. Wir müssen mal eben gucken auf der Map. Feld 68 ist das hier unten. Ich meine, das wäre natürlich so ein Ding, wo man wahrscheinlich mit so einem Helfer ganz gut klarkommt. Der fährt hier schön seine geraden Bahnen. Da macht man vielleicht nochmal so ein Vorgewende einmal ringsherum, dass der gut klarkommt. Und dann zieht der Helfer hier seine Bahn und gut ist. Und wenn das erledigt ist, muss ich eigentlich nur die ganze Zeit abernten. Ne? Soll ich mir das mal antun? Ich glaube, ich probiere das mal aus. Ich habe das noch nie gemacht. Es kann nur schief gehen. Feld 68. Lecko funny. Brauche ich das denn überhaupt alles? Reicht nicht, wenn ich einen Mähdrescher habe? Ich habe den Mähdrescher. Ich habe den LKW zum Wegtransportieren. Und was ist das dritte Ding? Oder, na doch, der Mähdrescher hat doch den Arm. Der kann auch automatisch. Und das Ganze bringt dann 10.000, weil die Hälfte muss ich, oder 2.000 noch was muss ich ja fürs. Okay, ich nehme das jetzt an. Wir machen das einfach. Geräte ausleihen. Lecko funny, Alter. Geräte ausleihen und jetzt gib ihm. Ich bin im Mähdrescher. So. Der Mähdrescher muss als erstes sein Mähwerk vorne, wie auch immer das heißt, das Gerät da vorne, auf den Anhänger laden. Oh, der ist aber richtig cool wendig, ey. Das ist ja nice. Passt das? Kommen wir da so dran? Mal ein bisschen schieben. Zack, hervorragend. So, das muss jetzt hier auf den Anhänger. Und dann schleppen wir das natürlich mit hinter uns her. Und dann geht das schon mal mit dem Mähdrescher raus an Ort und Stelle. So, passt das so? Und jetzt wieder absenken, oder? Nee, einfach Q. Ja, es ist drauf. Es ist drauf, es ist eingehakt. Sehr cool. Ja, das ist schon witzig. So, und jetzt fahren wir da vorne mal schön dran. Ja, was eine Maschine, ne? Auch wieder ein krasser John Deere. Halt. Wieder einlenken. So. So mock wie that. So einigermaßen. Ja. So. Drangehangen. Perfekt. Wie sieht das Ding von innen aus? Ja. Ja. Wir haben alles dran. Da ist noch ein kleiner Beifahrersitz. Sehr gut. Passt doch ganz gut.
Wir haben alles, was einzustellen ist. Und dann geht das los. Und jetzt müssen wir auf den Acker. Und der, ich gucke nochmal eben auf der Map, der müsste links unten sein. Genau, links unten. Wir sind... Oh ne, wir sind hier oben, ne? Das ist schon ein bisschen Strecke. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Acker. So, wir sind am Feld. Es war ein bisschen ein Geraffel hier, aber ich bin endlich angekommen. Und jetzt würde ich sagen, schneide ich einmal so ein Vorgewende. Und zwar, tja, ob ich einmal komplett rumfahren kann, das weiß ich nicht. Ich probiere das mal aus, damit eben hier der Helfer dann letzten Endes auch ernten kann. Und ich nebenbei eben die gesamte Hirse, die hier drauf ist, diese Sorghumhirse, dann die ganze Zeit wegfahren kann und das Ganze wegbringen kann, damit er hier schön die ganze Zeit weiter Gas gibt. Ich hoffe, das klappt alles wie gedacht. Als erstes dafür laden wir uns natürlich hier das GPS dafür rein. Also mit, genau, Alt und C. Unten rechts ist es dann aktiviert, da wird es blau. Und dann können wir hier mit... Was war das? Shift und S. Steuerung S. Genau, mit Steuerung und S kommen wir hier rein. Und dann gucken wir mal, Spurführung machen wir an. Jawohl. Zeige die Linien. Jawohl, das wollen wir auch. Automatische Breite hat er ermittelt. 15,6. Dann haben wir hier A und Richtung. Das machen wir auch. Setzen den Punkt A auch noch. Jawohl, Richtung setzen. Und dann Escape. Und da haben wir es doch dann auch schon stehen. Jawohl. Wenn wir nach vorne fahren. Und jetzt kann man eben auch noch mit Alt und Bild rauf und Bild runter verschieben wir das so ein bisschen. Dass wir eben genau das hier an der Linie haben. So. Das heißt, jetzt fahren wir da noch mal so ein bisschen näher dran. Und der Hammer ist halt jetzt... Mit Alt und X hat er jetzt die Linie hier vorne. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Die grüne Linie, die ist halt von weiß, Alt und X. Jetzt ist das quasi aktiviert. Und wenn ich jetzt auf 3 drücke, was ja das automatische, das Tempomat aktivieren bedeutet, würde er Gas geben. Aber vorher machen wir Drescher aufklappen. Warte mal, ist der aufgeklappt? Nee, oha. Jawohl. Drescher ist aufgeklappt. Strohablage anschalten. Schneidwerk senken machen wir als erstes. Ich habe das noch nie gemacht. Ne? So, Schneidwerk senken ist, glaube ich, soweit richtig. Tempomat, das lassen wir alles. Aktivieren. Drescher anschalten mit B. Und ab geht es. Alter, ab geht es. Und jetzt hocke ich mich hier rein. Und jetzt gucken wir gerade noch mal eben von oben. Also, jetzt machen wir... Tempomat ist quasi jetzt auf der 3 an. Und er zieht sich jetzt automatisch in diese Spur. Da sind so ein paar stehen geblieben, aber die können wir zum Schluss noch machen. Und jetzt zieht er einfach im Tempomat hier eiskalt die Bahn durch. Das ist halt sensationell. So soll das sein. Und so ziehen wir jetzt hier einmal um den gesamten Acker eine Bahn quasi durch, damit dann später die Helfer es deutlich einfacher haben, weil die halt immer mal wieder, so sagt man, werde ich ja dann irgendwann feststellen, wohl immer mal wieder so ein bisschen rumbacken oder sowas. Aber ich sehe jetzt schon, das wird nichts. Also ich muss vom Füllstand hier unten... Da geht ja einiges rein. Ich muss auf jeden Fall am Ende wahrscheinlich einmal abladen und alles in den LKW reinladen. Und dann, ja, und dann gib ihm. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Ich lasse das jetzt hier erstmal schön durchziehen. Und wenn es soweit ist, dann holen wir uns gleich den LKW hier auch noch ran. Und dann wird umgeladen und dann geht's weiter.
So, schön bis hier hinten hin. Einmal weiter gerade durchziehen. Perfekt, jetzt machen wir erstmal Stopp. Damit wir da nicht in den Abhang reinfahren. Den Drescher abschalten, wieder auf B. Es geht sofort nach oben, perfekt. Und jetzt würde ich den am liebsten... Er ist noch nicht mal ganz voll. Aber ich glaube, ich ziehe jetzt hier einmal am Rand diese Bahn. Ich hoffe, das passt. Ohne GPS jetzt das Ganze. Einmal selber nur so kurz ausrichten. So, dass wir jetzt zumindest am Rand einmal eine gerade Bahn haben. So, wieder aktivieren, runter damit. Und dann wird hier jetzt einfach mal eben manuell gerade gefahren. Ja, das sieht auch ganz vernünftig aus. Und dann ziehe ich jetzt hier noch einmal durch. Und dann haben wir hier schon mal eine schöne Kante, wo eben dann der Helfer auch genug Platz hat, um in diesen Bereich hier, das nehmen wir natürlich nochmal eben mit, um in diesem Bereich zwischen Straße, mal eben hier, also genau dieser Bereich hier, also zwischen Straße und Feld, wenn das bis hierhin gehen würde, würde der wahrscheinlich oder vielleicht nicht so richtig wenden können, maybe, gerade wenn auch hier Bäume stehen würden oder sowas, gibt es da wohl Schwierigkeiten. Aber jetzt so, wenn hier die breite Kante ist, das heißt, wenn er dann hier in dem Feld dann auch noch oder in dem Bereich auch noch wenden kann, dann ist doch alles tutti, dann ist doch alles wunderbar. Und dementsprechend ziehen wir hier einfach mal eben noch dieses Vorgewinde, damit er dann eben da richtig wenden kann. Hammerhart, was es alles gibt. So, die Bahn ist auch durch, 80% auch schon gefüllt. Das sieht gut aus. Oh, so ein paar Stoppel, die stehen da vereinzelt noch ein bisschen rum, ist für die Vögel. Die freuen sich auch. Und dann haben wir das hier schon mal erledigt. Jetzt hole ich gleich erstmal den LKW. Perfekt, erledigt. Und wir richten uns hier natürlich jetzt wieder aus, dass wir dann hier als nächstes nochmal wieder mit dem GPS durchfahren. Auch hier jetzt natürlich wieder mit Alt, Bild rauf, Bild runter. Nochmal eben dann die Bahn hier richtig ausrichten. So, genau an der Kante. Jawohl. Ist das der Hammer. So macht das dann auch Bock und so eiert man dann eben auch nicht so rum über das Feld. Also, dann ist das natürlich auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber wir sehen auch schon, wie voll jetzt hier der Mähdrescher ist. Alter, randvoll. Und dann muss ich ja echt jetzt einmal schnell rüber mir den LKW holen. Und dann brettern wir hier hin, laden das alles ab und dann geht es weiter. Zack. Einmal auf Tab gedrückt und schon hocken wir hier in der fetten Karre. Das andere Ding hatte ich nochmal nachgeguckt. Das ist ein Umlade. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich hoffe, ich brauche das nicht. Ja. Ich würde jetzt einfach hier mit dem dran fahren. Und nebenher fahren und gut ist. So, schön rein da. Angekoppelt. Und ich würde sagen, ab geht es. Wir haben wieder eine längere Fahrt vor uns. Und das heißt, wir sehen uns gleich am Acker. So, und da vorne steht da auch schon der Mähdrescher und wartet schön. Perfekt. Alter, Innenansicht hier ist auch ziemlich krass, ne? Die amerikanischen fetten Trucks. Nicht schlecht. Aber ich muss sagen, so ein MAN oder sowas würde ich auch hart feiern. So, jetzt fahren wir mal so ein bisschen daneben. Ich hoffe, das passt soweit von der Breite. Der Spiegel sagt, oh, zieh noch mal ein bisschen gerade. So, perfekt. So, und dann steigen wir mal eben aus und gucken. Ne, Moment, ich muss wahrscheinlich hier die Folie noch abdecken. Sehen wir das hier? Helfermenü, das brauchen wir nicht. Abdeckung öffnen. Ich tapp mal eben raus. Abdeckung öffnen mit N. Ah ja, oh krass. Ja, da passt natürlich einiges rein. So, dann gucken wir das mal eben hier jetzt die ganze hier so rein. So, zack. Wie macht man das denn am geschicktesten? Ich lasse erstmal hier wieder den Drescher runter. Wir fahren schon mal so ein paar Meter. So. Und jetzt müssen wir ja Rohr ausfahren. Da ist es auf O.
Ey. Geht das schon rein oder ballert er daneben? Nee, das geht rein. Ich dachte gerade schon, der ballert die gesamte Hirse volles Mett daneben. Nee, aber funktioniert. Also, perfekt. Wir sehen es auch unten in der Anzeige, unten rechts in der Ecke. Das geht jetzt gerade schön runter. Hervorragend. Und der zu kammern, okay. Ob der automatisch aufhört? Hört er. Okay, also, das heißt, ich fahre jetzt hier weiter geradeaus. Machen wir das GPS nochmal rein oder soll ich hier schon mal einen Helfer machen? Ich probiere das mal das erste Mal mit einem Helfer. Helfer einsetzen mit H. Und er fährt los. Und ich bin im Truck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, ein bisschen rauszoomen. Ein bisschen auf Strecke kommen, so. Der Helfer fährt sofort, wenn ich da bin, den Arm aus. Sehr gut. Das wäre natürlich so ein Tempomat nicht schlecht. Habe ich auch ein Tempomat? Bestimmt, oder? Da, Tempomat aktivieren, auch auf 3. Ey, ey, ey. Okay, das Tempomat ist auf jeden Fall zu schnell eingestellt. Das muss ich nochmal ein bisschen mir genauer angucken. Das machen wir aber nicht jetzt. Jetzt laden wir erstmal schön 1:1 hier ab. Also der vordere Bereich scheint voll zu sein. Das heißt, ich muss jetzt hier den hinteren Bereich füllen lassen. Und der Helfer macht das jetzt gerade 1A. Ja, das ist natürlich richtig nice, ne? So kann man tatsächlich dann auch im Singleplayer-Modus das machen. Was wir allerdings haben, sind natürlich jetzt Kosten automatisch für den Helfer. Das heißt, der Helfer und die Maschinen und alles, das kostet natürlich immer Cash. Und ich glaube, der Helfer, ich weiß gar nicht, wie viel der Gesamt kostet, aber so viel ist das natürlich nicht. Wie sich das gehört, man muss das ja auch alles kapitalistisch ausnutzen können und dementsprechend nutzt man natürlich die Helfer aus. Klar. Die kriegen den Hungerlohn und wir kriegen die fetten Kohlen. So muss das sein. So. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier erstmal noch ein bisschen durch und dann mache ich da hinten am Ende nochmal das Vorgewende weiter und dann lügt das Ganze auf. Ja, das ging auch schon ratzfatz. Jetzt gehen wir mal eben hier wieder raus. Kann ich den jetzt hier wegscheuchen? Bevor er mich umfährt. Er fährt mich gleich um, ne? Stopp. Der macht das von alleine. Okay, jetzt bin ich hier drin. Aber der hätte das schon gut gemacht, er. Nee, er sitzt da immer noch drin, der Helfer. Weißt du was, dann lasse ich den hier machen, ne? Guck mal, der macht das doch gut. Der macht das doch gut. Ich lasse ihn hier einfach machen. Ja, perfekt. Der macht das doch easy. Das ist doch gar nicht schlecht. Jetzt kann ich aber, glaube ich, nicht mit dem LKW hier über das Getreide brettern, ne? Das heißt, ich kann ja jetzt nicht einfach auf der anderen Spur da stehen. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal rum. Auf die andere Seite. Oh, schön ein bisschen zwischen die Reifen, Alter, über den Acker schleifen lassen. So, fahren wir mal eben rüber. Und am Ende steht er dann ja wieder genau in unserer Richtung. Und kann dann erstmal wieder komplett abladen. Das ist ja witzig, ey. Das ist ja witzig. So, und es klappt. Und ich hoffe, dass er dann eben hier gleich in dem Bereich auch richtig gut wenden kann. So, ich stelle mich jetzt schon mal hier irgendwo so in dem Bereich auf und kann dann gleich neben ihm herfahren. Perfekt. Und dann kommt er doch bestimmt gleich hier schon an. Das sieht auch wieder gut aus hier. Er hat alles durchgezogen.
fährt jetzt hier schön rum, hat genug Platz. Hervorragend. Kommt genau wieder auf die Bahn. Und es läuft weiter. Und das heißt für mich, ab in Track. Schön nebenher fahren. Und gucken, dass er jetzt abladen kann. So, gucken wir mal. Und da schwingt er schon raus, der Arm. Und dann fahren wir mal ein bisschen vor. So, die mittlere Kammer kann er mal füllen. Ich hätte mir mal eben das angucken können mit dem Tempomat. Der fährt ja so ungefähr 10 km/h. Tempolevel ändern. So, warte mal. Tempolevel 1. Was ist Tempolevel 1? Sehen wir das irgendwo? 2. Oh, nee. Ah, so geht das. Ah, now I see. Kann ich das nicht... Ne, kann ich nicht. Muss wirklich runterstellen auf 10 km/h. Dann machen wir mal eben. Tap, 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 tap. Er fährt so ungefähr 10 oder 11. Wir machen mal erst auf 11. So. Jetzt fahren wir wieder daneben her. Und dann machen wir jetzt Tempomat aktivieren. Und er fährt ein bisschen schneller. Ja. Das passt. Und dann kann er jetzt hier schön rausballern alles. Ich würde sagen, Tempo wieder reduzieren auf 10 km/h. Wir haben die gleiche Geschwindigkeit. Jetzt bloß einfach nur noch die Richtung halten. Und es läuft. Voll cool. Ja, sehr, sehr nice. Wenn das so geht. Vor allem, wenn man weiß, wie es geht. Und da auch nochmal dickes, fettes Dankeschön an die ganzen Infos von euch. Sehr, 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 sehr cool. Das hat wirklich geholfen. Und nach wie vor, wenn dir irgendwas auffällt und wenn du meinst, allen probier mal hier, probier mal da, gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Ich lese mir das alles durch und setze auch gerne um. Wahrscheinlich setze ich nicht immer sofort alles um, weil ich ja auch erstmal das Stück für Stück, alles Stück für einfach kennenlernen muss, ne, und erstmal klarkommen muss. Aber im Großen und Ganzen. So, warte mal, warte mal. Irgendwie müsste der mal anhalten. Ich glaube, ich bin voll, oder? Bin ich voll? Ah, nee, ich bin nicht ganz voll, aber er ist, glaube ich, jetzt leer. Jetzt hat er gerade noch mal ein bisschen was rausgeballert. Und ich bretter jetzt einfach weg. Er ist ja jetzt fast leer. Die Bahn kann ich jetzt eh nichts machen. Die fährt er jetzt automatisch zurück. Er wendet aber 1A, ne? Guck dir das an, ne? Tipptopp. Jetzt ist für mich natürlich die große Frage, was mache ich denn jetzt damit? Lohndienstleistung fällt, ist zu 30% abgeschlossen. Was mache ich denn jetzt damit? Wo kommt denn jetzt diese Hirse hin? Ich bin zu 80% gefüllt. Wo bringe ich denn jetzt die Hirse hin? Und ist das Teil des Auftrags, dass ich die Hirse... Muss ich die selber verkaufen? Will er die haben in seinem Silo? Ernte Hirse ab und bringe die Erzeugnisse dann hierhin. Ah, Johnson's Farmers Market. Okay. Und den müssen wir natürlich jetzt raussuchen. So, jetzt bin ich hier gerade einfach über diese Liste gegangen. Hab den hier markiert, Johnson's Farmer Market. Und der müsste ja jetzt irgendwo blinken. Da ist das Feld. Und irgendwo muss doch diese Markierung sein. Oder sehe ich das am Himmel? Oh ja. Da hinten ist die Leuchte. Das heißt, in die Richtung geht es. Oha. Okay, das ist ein ganzes Stückchen Strecke wieder. Das heißt, ich bretter jetzt hier komplett durch die City. Über die Hauptstraße. Und dann geht es da hinten, nee, hier oben sogar hin. Zum Farmermarkt. Das wird eine lange Tour. Und dementsprechend muss ich mich... Oh, er ist schon auf dem Rückweg. Weißt du was? Ich fahre... Das hat jetzt echt gedauert. Ich fahre nochmal kurz an ihm vorbei. Mach die Karre hier richtig voll, damit sich das auch wirklich lohnt. Und dann fahre ich mit 100% gefüllt und ihm natürlich auch 100% die Karre wieder leer gemacht, damit er hier weiterfahren kann. Weil das kostet ja alles Geld, ne? Oh, 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 oh.
Das ist ja wirklich eine Tour. Aber was halt trotz allem cool ist, wenn der Helfer eben einfach mit dabei ist. Hoppala. Ui, Glück gehabt. Oh, das wär's gewesen einfach. Mal eben schnell umgekippt mit einem kompletten LKW. So, schnell daneben. So, komm ran hier. Du bist auch schon wieder fast gefüllt. Jetzt auf 3. Und gib ihm. Jetzt fährt er schneller oder was? Ne, so passt es. So passt es doch. So, dann sind wir jetzt gleich 100% voll. 3% noch, perfekt. Tipptopp. So, das heißt, ich fahre jetzt los, ab zum Markt da hinten. Und dann sehen wir mal zu, mit Enver zumachen. Perfekt, dass wir das da loswerden. So, wir sind quasi schon hier auf der Zielgeraden. Irgendwo hier muss der Farmermarkt sein. Ist das schon hier neben? Ich brauche mal eben die andere Sicht. Ne, da vorne ist es. Okay. Also fahren wir die nächste rein. Achtung, Steigung. Kommen wir hier rauf. Ja, perfekt. Farmermarkt. Ja, das ist natürlich immer eine weite Strecke, ne? Das ist natürlich... Hoppala! Was war hier los? Alter, bin ich ja einfach nicht den Berg hochgekommen? Hat der mich hier komplett... Ja, Mann. Komplett verzogen, ey. Boah, krass. Da bin ich aber auch gut beladen gerade. So. Und wie entlade ich denn das jetzt am blödsten? Welche Möglichkeiten haben wir denn? Hupen, ja, das ist wichtig. Abkippen vorne. Abdeckung öffnen. Abkippen vorne? Wie kippt er denn vorne ab? Hat er nicht solche... Hat er nicht so Luken unten drunter? Doch, der hat doch so Luken. So, ich fahre mal jetzt erstmal hier mitten drauf. Wir haben unten drunter die Öffnung. Und hier steht gerade Sorghum Hirse mit I. Ist das richtig? Ich drücke einfach mal I. Yes! Okay, jetzt geht er vorne auf. Mach mal eben auf. Zack. Alles raus. Ah, es sind die verschiedenen Kammern, oder? Ich fahre mal ein Stück weiter. Kann ich nochmal I drücken? Abkippen vorne. Da haben wir schon wieder das nächste Learning. Was heißt denn abkippen vorne? Ich drück mal jetzt U. I. Ah, jetzt geht er hier in der Mitte raus. Also gleich auf jeden Fall nochmal ein Stückchen weiter vorfahren. Ob dann die Seiten, die Mittelwände sich dann irgendwie, ob die aufgehen? Jetzt fahren wir nochmal ein Stückchen vor. Dann sind wir da ja auch drüber. Abkippen. Abkippseite, Mitte. U. Und jetzt wieder I. Ja, tatsächlich. Okay. Und dann läuft auch hinten alles nochmal raus. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist schon richtig krass. Feld ist 50% abgeerntet. Jawohl. 42% transportiert. Wir müssen alles wegtransportieren. Also, Gas geben, schnell wieder zurück, dass wir hier den Helfer quasi wieder seinen Mähdrescher leer machen. Hoppala. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder am Acker. Alter, und da steht er schon. Da steht er schon und wartet. Er ist bestimmt einfach schon so voll. Aber mache ich ihm jetzt hier die Hirse kaputt? Nee, mache ich gar nicht. Bestimmt, weil das nicht mein eigener Acker ist, oder?
So, erstmal komplett abfahren. Geil, läuft aber. Ist der denn jetzt raus? Nee, der sitzt da immer noch drin, der Helfer. Okay, aber er fährt nicht weiter. Vielleicht fährt er gleich weiter, wenn ich hier weg bin. Oh mein Gott. Er macht mich mit einer Ladung. Er macht mich komplett voll. In dieser Kammer. Komplett gefüllt. Wow. Das ist nice. Ich bretter wieder nach vorne auf die andere Seite. Dass wir dann gleich beim Wenden direkt wieder neben ihm herfahren können. So, wir sind bei 97%. Helfer entlassen drücke ich jetzt einfach mal. Wobei, letzten Endes kann ich hier die letzten paar Meter natürlich dann auch noch mal eben fahren. Dann ist das alles erledigt. Ich fahre da mal eben neben den LKW. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die letzten 3% abgeben. Und dann haben wir das. Dadurch, dass das ja eh hier alles ausgeliehen ist, geben wir natürlich auch gleich alles wieder zurück. Und haben es tatsächlich geschafft. Dicker, fetter Auftrag. Wahnsinn. So, hoch damit. Jetzt nochmal eben hier daneben platzieren. Oh. Schwer gewendet hier. So. Und dann haben wir hier die komplette Fläche abgeerntet. Wahrscheinlich viel zu viel. So. Oh, lass stehen das Ding. So, gerade daneben. Perfekt. Jetzt müssen wir hier noch das Rohr ausfahren wieder. Und dann geht das schon bestimmt los hier. Ja, perfekt. Also, ab in die mittlere Kammer erstmal hauptsächlich. Ich glaube, die hintere ist sogar noch frei. Bis auf ein paar Krümel. Und dann haben wir tatsächlich alles abgeerntet. Das erste Mal mit einem Helfer gearbeitet. Das erste Mal mit einem Mähdrescher gearbeitet. Das erste Mal mit einem LKW gearbeitet. Hammer, hammer, hart. Ich hoffe, ich habe das soweit alles richtig gemacht. Aber es fühlte sich ganz okay an. So, der kann jetzt hier wieder eingepackt werden. Das kommt ja nachher alles weg. Und jetzt bringen wir natürlich so noch die Ware weg, die ganze Hirse. Und wenn das geschafft ist, sollte der Auftrag auch geschafft sein. So, und da sind wir auch schon wieder hier beim Farmers Market. Komm, mal hier mit Schub. Jawohl. Und zieh, zieh, zieh. Wobei, so voll ist er ja jetzt nicht. Ist ja quasi nur halb gefüllt. Und dann raus damit. Letzte Ladung Hirse. Einmal schön drüber fahren. Hinten, der müsste auch drauf sein. Jawohl. Und dann machen wir mal auf das Ding. Oha. Fließt so ein bisschen daneben. Aber ich glaube, das zählt noch. Sehr gut. Raus damit. Da haben wir die Hirse aus der Mitte. Jawohl. Dann können wir es gleich nochmal umstellen mit U. Wir umstellen die Öffnung. U und I. Nee, macht er nicht. Da, aber jetzt hinten, der hintere Bereich wahrscheinlich. Zack, der kleine Rest ist auch raus. Den stellen wir nochmal um. Und können sofort hier vorne öffnen. Da haben wir die vordere Luke auch noch. Jawohl. Zack. Und raus damit. Und dann fließt die ganze Hirse hier ins Silo. Hervorragend. Das wird alles unser bald irgendwann sein. Dass wir dann unsere eigenen Vorräte haben. Eigenen Getreidearten für die Fischzucht und so weiter. Ja, jetzt heißt es Auftrag abgeben, ne? 4.500 haben wir nochmal plus gemacht. Das heißt, wir können die Ernte behalten oder was? Ich bin ja platt. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ich gebe erstmal den Auftrag ab. Abgeschlossen. Und wir haben jetzt hier, zack, nochmal Cash. 9.000 noch was. Wir haben ja die Geräte ausgeliehen. Also, wir sind jetzt bei 35.500.
Hat sich gelohnt. War zwar auch viel Arbeit, aber hat sich gelohnt. Gar nicht schlecht. Also, erste Mal richtig geerntet. Das GPS-Signal richtig genutzt. Das war auch super wichtig, dass man das halt richtig einstellen kann. Super, super nice. Und jetzt auch schon wieder ein bisschen Cash gemacht. Das heißt, die nächsten Schritte werden auch dann in Richtung eigenes Feld ernten gehen und so weiter, neu aussehen und, und. Also ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Wenn du auch gespannt bist, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen oder einfach mal im Livestream vorbeischauen. Dienstags, donnerstags und sonntags gehen wir immer rein hier in den LS22 und machen hier weiter an diesem Projekt. Jetzt heißt es für mich erstmal wieder zurück, ab in die Base und gucken, was wir da noch alles rumstehen haben und was ich eben noch alles an Gerätschaften brauche, damit es hier auch sinnvoll weitergeht. Wenn du noch Tipps hast für Gerätschaften, die wichtig sind, die man auf jeden Fall haben sollte, auch die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.